Hey, liebe Leute, und willkommen zurück. Sorry, bisschen aus der Puste. Zurück zu Let's Play Dishonored 2 für den PC. Im letzten Part haben wir ein, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe, sehr geiles Level gemacht. Oh, kann man hier wieder klettern? Nein, oh, oh. Ich glaube, das ist das erste Mal in dem Spiel, dass man nach dem Tutorial an so einer Stange klettern kann, oder? Jedenfalls, Hallöchen, willkommen zur Großpalast-Mission. Ach, da hinten, genau, auf das bin ich mega gespannt, wirklich. Weil es halt einfach richtig geil aussieht. Einfach auch wie ein modernes. Das könnte heute irgendwo stehen. Anders als vieles anderes in diesem Spiel. Hi. Jetzt habe ich leider vergessen, was ich sagen wollte. Jedenfalls sind wir in der Großpalast-Mission, um Abele endlich zu erledigen. Luca. Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? So, jetzt. Okay, von euch hat keiner den Schlüssel, nein. Fragt sich nur, warum. Warum hat von euch keiner den Schlüssel und wo ist der dann? Schlüssel zum Lieferantenboot benötigt. Was ist hier drin? Ein Audiograph? Essen. Keine Ahnung, ob hier noch mehr drin ist. Gehen wir erstmal weiter. Oh, hier sind Wellen. Warning, dangerous current, no swimming beyond this point. Okay. Kann ich vielleicht hier durchkriechen? Nee. Oder liegt noch Geld? Das hätte ich schon ganz gern. Moment. Ich habe da so eine Idee. Das Spiel kann ich beschweigen. Komm, Speicher, danke. Komm, fall hier runter. Das geht nicht. Och, komm schon. Bitte fall da rein. Und so heftige Löcher, du kannst da nicht durch. Leck mich doch am Puppen. Ja, dann brauche ich aber den komischen Rattenschwarm da oben auf dem Dach auch nicht beschwören, wenn es mir nichts bringt. Also gehen wir weiter. Hallo. Look at this place. Might be time to head back to Potterstead. Danke für dein Geld. Apropos, danke für dein Geld. Okay, hab schon wieder zugemacht, die Kasse. Mein erstes Ziel sollte wie immer der gute alte Outsider-Schrein sein. Ja, Moment, hat das irgendwas gebracht? Sieht jetzt gar nicht mal unbedingt so danach aus, was? Ihr macht mir hier einfach so eine Tür, die sogar blockiert ist. Dann ist da einfach nichts. Das ist wirklich komisch, wow. Damit habe ich vor allem jetzt gar nicht gerechnet. Oh, hier ist der Distrikt. Da ist der Großpalast. Wir sind auf dem Weg zum Ravina Boulevard, wie es aussieht. Ja, wir sind auf dem Ravina Boulevard. Serkonengard, the Grand Serkonengard. Help me if you. Na klar, hier. You're a good one. You know, there's a place near here, in some rocks behind a fountain. People have always left offerings there. That's where I started having those odd dreams. I don't go there anymore, but you might want to check it out. Cool, danke. Wo ist das? I used to live here a long time ago. Can you see you sometime? I used to have such visions. Dreams of black oceans and whales. Sorry, ich kann jetzt nicht so lange zuhören. Sometime. Sorcery, they said. They burned my books and they hit me. See you sometime.
Und jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden. Es tut mir leid, Kumpel. Schade, dass mir jetzt nicht auf dieser... auf der Karte angezeigt wird, was hier jetzt gemeint ist. Also sein Tipp. Der ist halt jetzt wirklich nur in meinem Gedächtnis sozusagen. Hi. Oh, ich sehe gerade, ich habe den Rattenschwarm noch ausgerüstet. Das ist natürlich nicht so gut. Halt's Maul. Ich bin nicht dein Kumpel, ja? Nicht dein Bester. Also ich bin dein Kumpel, aber nicht dein Bester. Also psch. Okay, dieser Weg bringt mir, glaube ich, nicht so viel, wenn ich hier oben lang gehe. Da muss ich hin. Ja, nee, ich will jetzt erstmal den Outsider schreien. Ja, ist gut. Wie oft willst du das noch sagen, Brudi? Bruder. Was ist hier? Denken Sie daran, nach jeder Lieferung das Tor zu schließen. Wenn Sie den Code brauchen, wenden Sie sich an mich oder Carlos Marletto von Winslows Tresoren nebenan. Auch schon wieder so ein Schloss. Tür zum Schwarzmarkt, die Tür zum Schwarzmarkt. Na, Besitzer und sein Bruder kennen den Code, mit dem sie geöffnet werden kann. Ja, nebenan. Oh. Sie ist einfach gar nicht checken, dass ich sie bestehle. Oder ist es ihnen einfach recht egal? Hier, ich nehme mir einfach alle euer Geld. Oh shit. Dann gucke ich mich jetzt mal hier oben um währenddessen. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass dieses Fenster hier offen ist. Knochenartefakt, Rüstung des Nichts. Was ist denn das? Wenn du Schaden erleidest, wird stattdessen ein großer Teil deines Manas abgezogen. Nein, auf gar keinen Fall, denn ich brauche Mana definitiv weitaus mehr als meine Gesundheit. Ah. Okay, mehr ist hier nicht, ne? Oh doch, rohe Wahlknochen. Und Geld. Hm, Geld. So, ah ja, hier ist Winslow, da muss ich rein. Ich wusste nicht, dass das hier drin Gegner sind. Ich dachte, das sind wenigstens NPCs. Das sind Wachen. What? Help me! Someone! Anyone! That's not right. Ach, no idea. So, jetzt noch mal ein bisschen besser. Oh fuck, jetzt muss ich vorsichtig sein, den sieht man ja da durch. Mit dem jetzt. Ich leg den erstmal hier hin. Vielleicht noch ein bisschen mehr hier rennen, damit man den von da aus nicht sofort sieht. Das ist jetzt äußerst gefährlich hier. Etwas zu gefährlich für meine Geschmäcker. I'm not supposed to say so, but the Duke's cousin got his safes here. Okay, gut. Die Wache ist weg, der Rest ist, glaube ich, echt egal hier drin. Jetzt brauche ich Dokumente. Irgendjemand, also irgendwo von euch, irgendjemand von euch hat hier irgendwo Winslow Safe Company. Er hat hier irgendwie die Kombination. Who needs more than one safe, you might wonder. Well, in this world, either you don't need a safe or you need several.
That's how it is. Hmm. Aber ich sehe hier keine Kombination oder keinen Weg. Nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, noch einen Keller oder sowas halt, wo ich gucken könnte. Hier, Türkombination. 839. Damit kann ich leben. Sorry, but that's not an area for customer. Natürlich, ich bin schon weg. Keine Sorge, alles cool. Ich verstehe das doch. Also 839, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe, ne? 839. Okay, sehr gut. Hier geht's nämlich zum Outsider-Schrein, da will ich hin. Ich wollte mich mal lieber noch hinsetzen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die hier mir nicht so gut besonnen sind. Danke. Ich kenne das Passwort nicht. Oh, Handy. Okay, aber das ist immer noch nicht, wo der Outsider-Schrein ist. Ja, hier geht's in so ein anderes... Lol. Hallöchen. Was haben wir denn hier? Kleines Büchlein. Ein kleines Hütchen. Also Hallöchen nochmal, Outsider. Vielleicht zum wahrscheinlich vorletzten Mal, denke ich mal. Oder vorletzten Mal. Mal gucken. You're back at the heart of your homeland. A bigger, better palace than the one you sailed away from so long ago. Feeling nostalgic. Will you ever be comfortable in Dunwall again? Assuming you make it back. You've seen the suffering here, the decay. But, dear Corvo, would you even have lifted a finger if the Duke hadn't put Emily in harm's way? Be honest now. In any case, I know what you're after. The heart you carry can only hold one spirit at a time. So. If you want to walk out with a piece of Delilah, you better be ready to leave something behind. Am Arsch lasse ich was zurück. Hurenkopf. Ich glaube, das wäre vielleicht mal eine ganz gute Gelegenheit, meine Runen nochmal auszugeben, weil ich habe 9 Runen. Also mehr habe... Hier, Objekte weiter werfen. Das hier wäre vielleicht ganz gut. Holztüren mit Schwert zu schmettern. Aber Aktion ist laut, steht da. Hier war, baut Adrenalin im Kampf auf, regeneriert Adrenalin automatisch, tötet mehrere Gegner in deiner Reichweite. Was haben wir hier? Erhöht Gesundheit und Widerstandskraft, verbessert Gesundheitsregeneration, Ablenken der Projektile, verlangsamt Zeit beim Gleiten. Lenke Projektilien zum Gegner, parieren. Dings. Was hätte ich hier noch? Schnelleres Sprinten und beim Fallen weniger Schaden ist vielleicht ganz cool. Das hier wäre bestimmt noch alles ganz cool. Nutze dieselbe Eigenschaft bis zu 4 Mal bei deinen hergestellten Knochenartefakten. Geringe Chance auf Verderbnis von Knochenartefakten mit 3 oder 4 Eigenschaften. Herstellung von Knochenartefakten, Herstellung von Runen. Herstellung von Runen, das hätte ich halt eigentlich ganz gerne. Und wenn ich darauf hinarbeite hier... dann kann ich mir auch einfach Runen machen, ne? Moment, 2, 4, 8. Das kann ich mir kaufen. Ich kaufe mir das jetzt hier ab. So, gekauft. Damit habe ich jetzt zwar nur noch eine Rune, aber ich könnte mir jetzt doch bestimmt theoretisch Runen herstellen. Ich habe 33 Wahlknochen. Ah, okay, einen neuen brauche ich. Was ist das hier? Opfere Runen, um beträchtliche Menge rohe Wahlknochen zu erhalten. Aber wozu brauche ich denn noch welche? Ach so, zum Herstellen von Knochenartefakten. Ja, das brauche ich aber nicht. 1, 2, 3, nicht so viel.
Aber immerhin habe ich wieder 4 Runen und damit könnte ich jetzt theoretisch wieder irgendwas kaufen. Zum Beispiel, worauf ich hier was abgesehen hatte, die 3 könnte ich jetzt kaufen, beiden. Oder aber ich arbeite hier drauf hin, dann bräuchte ich noch eine weitere Rune, Menschen beherrschen. Das ist zwar auch nicht, was ich unbedingt brauche, aber cool wäre es irgendwie schon. Ne, was muss ich denn dafür? Leichen beherrschen erforderlich, also das hier, ja. Verlängert Dauer, Wechsel zwischen Wirten, beherrsche einen kürzlich Verstorbenen oder Bewusstlosen, ja, beherrsche einen menschlichen Wirt. Das wäre eigentlich schon ziemlich cool. Gleichzeitig will ich aber eigentlich auch sowas hier haben, ne? Aber alles kriege ich dann doch nicht. Komm, wir kaufen jetzt erstmal das alles. Und dann haben wir noch eine Rune, mit der kaufe ich jetzt hier Leichen beherrschen. Ja, und dann, wenn ich noch 4 Runen zusammenkriege, kaufe ich mir noch Menschen beherrschen. So, Mission sagt... nichts weiter. Okay, das werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal abspeichern. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, den wir jetzt hier errungen haben, ne? Ja. Und dann muss ich gleich mal gucken, wie viele Runen gibt es denn hier noch, wenn wir schon mal dabei sind. Eine Rune gibt es hier noch. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die vorletzte... Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die vorletzte Mission. Und in der letzten Mission gibt es bestimmt 3 Runen. Und wenn nicht, dann finde ich bestimmt zumindest noch einen rohen Wahlknochen, mit dem ich mir also noch einen herstellen kann. Dann müsste ich nur noch... Nach der da nur noch 2 Runen finden. Was ist denn hier los? Die sieht ja auch aus. Erinnert mich an irgendwen, aber ich weiß nicht an wen. Allison, ich bringe meinen Cousin, der seit 2 Tagen einen bösen Husten hat, etwas Hexenfrischbrühe vorbei. Du hast ja deinen eigenen Schlüssel, falls du hier übernachten musst. Du bist immer willkommen. Sei nur lieb und leg deine schmutzigen Stiefel nicht aufs Bett. Ich bin morgen früh zurück. Bring Gebäck mit. Petronilla Weatherspoon. Das ist bestimmt die da unten. Covering your face. Hm. Okay, nein, es ist nicht die, auch wenn sie aussah wie eine Petronilla. Jetzt muss ich nochmal gucken, ist hier hinter irgendwas Lebendiges? Das sieht nicht so aus, wa? Also könnte ich doch theoretisch einfach nochmal eben hier... Ist zwar nochmal laut... Aber dann ist offen. Tut mir ein bisschen... Oh, hier wäre ein Fenster gewesen. Na, was soll's? Ist ja nicht so schlimm. Passiert so mal im Leben. Von allen 2 Menschen. Ich wünsche euch das übrigens nicht, dass euch das passiert. Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht so lustig ist. Ja, aber das war's jetzt. Hier ist gar nichts drin. Oh, Eule. Hä? Ist hier nichts drin in diesem Häuschen? Ist es einfach nur so... da? Ist ja fast schon enttäuschend. Ich habe extra hier das aufgesprengte. Na gut. Aber ist auch cool. Mal so ein bisschen... Nebenstuff. Okay, dann will ich jetzt darüber. Weil hier irgendwo scheint diese Rune zu sein und ich habe keine Ahnung... Oh lol, ich habe mich über den Draht rüber teleportiert. ne, die Rune ist tatsächlich nicht in dem Haus. Das sah aber so aus auf den ersten Blick. Heulbolzen. Dann ist das hier wohl wieder einfach nur so ein Häuschen. Komme ich da hin? Lol. Was ist denn hier passiert? Sorry, Leute. Tut mir leid für euch, aber ich war's nicht. Jetzt bin ich durch den Stolperdraht gelaufen, aber ist nicht so schlimm.
Sorry, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen ruhiger bin, ne? Wie immer, ich... Habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich jetzt ganz gerade konzentrieren muss. Irgendwas sagt mir, dass hier was faul ist. In dem Haus. Wer hat da gerade gesprochen? Ach nee, nicht so einer wieder. Oh, fuck. Nee. Ich wusste nicht, dass der hier ist. Dann... Also ich dachte, da wäre irgendein NPC oder so, weil der hat halt geredet. Das hat mich total verwirrt. Dann machen wir das nochmal. Und diesmal werde ich versuchen, den zu... betäuben. Alles geschafft, ja, gut. Ach, diese ekligen Sackgesichter hier, wirklich. Die sind halt einfach mal richtig nervig. Aber das habe ich in dem Spiel, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, oder? Alter. Könnt ihr euch mal einen Moment beruhigen? Er ist tot, aber ich habe ihn nicht getötet. Da oben ist das Ding zum Deaktivieren des Dings. Ich bin immer noch nicht an der Rune. Hier liegt eine Alligatorfigur. Okay. Oh, hier ist die Rune drin. Danke. Damit haben wir eine von vier, die wir noch brauchen. Oh, und habe ich das gerade richtig gesehen? Hier ist noch ein Plakat für Geld. Ja, dauert sogar. Cool, den mag ich nämlich. Lieber Alfred, ich habe das Buch erhalten. Ein guter Freund, aber ich habe ehrlich gesagt Zweifel an seinem historischen Wert. Das Messer von Dunwall, the Knife of Dunwall. Dort. Soll den Mordern der Tyrannen Jessamine bereut haben? Ich sehe mir gerade sein Porträt an. Ich vermute, Dort wusste, dass das Schicksal seine Hand führte. Fest und unnachgiebig. Das Buch war dennoch unterhaltsam zu lesen, also noch einmal danke. Schicke mir weiterhin alles zu, was du über diese mysteriöse Person herausfindest, die wir beide so bewundern. Dein Freund Claudio. Er war ein guter Mann, ja. Dort war nicht böse. Er war ja der Erste, der Delilah versiegelt hat. Damals. Sorry, ich wollte halt Klavier spielen. Ist das jetzt schon verboten in die Welt? Hier. In die Zwergi. Leute, ist mir einfach egal. Er dreht sich einfach sofort wieder weg. Mein Problem ist gerade, ich habe nur noch einen Betäubungsfall. Scheiße. Ich muss... Warum brauche ich denn für den für den Schwarzmarkt ein Passwort? Das ist echt ätzend. Und ich habe keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Das schnell sicherheitshalber mal googeln sollte. Weil ich muss dringend nochmal zum Schwarzmarkt. Achso, wow, ich bin einfach hier oben. Ich muss halt wirklich nochmal zum Schwarzmarkt. Ich glaube, ohne den komme ich hier... Ja doch, ich würde schon klarkommen. Ich weiß nicht. Ich fühle mich dann irgendwie nicht gut. Wo war das überhaupt? Ich habe die Orientierung total verloren. Wo bin ich hier? Da ist der Großplatz. Da müsste das ja in die Richtung hier sein. Hä? Ist das nicht sogar genau das Gebäude, auf dem ich gerade stehe? Nee. Nee, ist es nicht. Ja, das ist definitiv weniger Fallschaden.
Das ist ein Gegner. Das ist ein Heuler, oder? Ich glaube, wo bin ich hier? Das ist alles nicht richtig. Okay, ich bin wieder hier und ich glaube, da hinten müsste der Schwarzmarkt gewesen sein. Ja, genau, dahinter ist der Schwarzmarkt. Oh, hier ist der Schwarzmarkt. Hi. Heulbolzen blendet Gegner und Mehrwegfalle. Jede Springlinie lässt sich zweimal einsetzen. Okay, hast du wieder... Wahrscheinlich hast du die... Nee, du hast diesmal keine Rune. Was ist das hier? Deaktiviere Schienen. Ein bestochener Techniker kann den Strom der Schienen abschalten, um das Durchqueren der Lichtwand und einen einfachen Zugang zum Großplatz zu ermöglichen. Bitte. Kabelwerkzeug brauche ich erstmal kein weiteres. Danke. Granaten. Betäubungsbolzen. Das ist doch, was ich haben will. Und jetzt können wir kurz noch hier alles auffüllen. Das Geld... Keine Ahnung. Geld brauchen wir ja nicht mehr, wenn es jetzt wirklich bald zu Ende ist. Ach, hier können wir natürlich mal gucken. Ja, ja. Armbrustpräzision wäre bestimmt auch ganz gut. Heulbolzen. Komm, wir kaufen sie einfach mal. Oh, jetzt kann ich das hier kaufen. Blendet Gegner lässt Hexen fliehen. Blendet Gegner lässt Wolfshunde fliehen. Was ist hier? Erfasse bis zu 3 Ziele. Verschießt Bolzen mit hoher Geschwindigkeit. Genau, das war das. Pistole, Magnetgeschuss. Oh, das mechanische Soldaten kurzzeitig stört. Weil ich das Gefühl habe, dass die nochmal vorkommen, kaufe ich mir das sicherheitshalber mal. Was haben wir hier noch? Linsenoptik, Kapazität. Brauche ich eigentlich auch alles nicht. Gucken wir mal weiter. Ja, hört schon auf. Okay, komm. Dann kaufen wir einmal die Präzision. Die Optik. Und die Bolzenkapazität. Jetzt habe ich immer noch Geld. Ich dachte, ich wäre jetzt arm. Puh, was ist das hier? Ach, die kann ich hier noch gar nicht kaufen. Na, dann machen wir das jetzt. Was ist das hier? Entzündlicher Bolzen mit größerem Radius. Verstärkter Bolzen. Ach komm, ich brauche das zwar alles nicht, aber lass einfach machen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Gut. Jetzt könnte ich das ja alles noch kaufen. Ja. Heulbolzen, die sehen lustig aus. Sind halt so Spritzen. Gut, danke. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt kein Geld mehr brauche, weil ich habe jetzt einfach alles ausgegeben. So wahllos. I'm glad to see you well. Guck. Ja, dann kann ich jetzt weiter. Wüsste nicht, was mir noch im Weg stünde. Leute, ich bin auf diesen Trümmern gelandet und die haben mich irgendwie kaputt gemacht. Und keine Ahnung, was da unten los ist. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. So. Also ihr liegt hier oben noch gechillt. Alles klar. Ich kann jetzt über die Schienen laufen, aber ich will zumindest noch schnell... Das ist das... Das Mindeste ist, dass ich hier zumindest noch schnell das Knochenartefakt holen will, wenn wir schon mal hier oben sind. Ich bin halt irgendwie nicht mal halb so weit geflogen, wie ich dachte. Das war richtig gruselig. Ein bisschen Schaden genommen. So, danke, danke. Irrelevant. Lucia. Los. Hier scheint nichts weiter zu sein, außer natürlich das Knochenartefakt, was wir gleich finden. Werden. Was haben wir hier noch? Leichenbestatter. Was ist das noch? Leichenbestatter. Du bewegst dich etwas schneller, wenn du jemanden trägst. Wisst ihr was? Das könnte ich sogar wirklich gebrauchen. Tierbeherrschung, Teleportation, geringe Chance, Betäubungspulsen wiederverwenden, Elixiere, schneller wirken, Leitgeschwindigkeit, maximale Gesundheit, manchmal verbrauchen übernatürliche Kraft. Ey, das ist alles gerade total praktisch, was ich hier habe, tatsächlich. Außer das eigentlich, weil ich morde ja eigentlich nicht, ne?
Stimmt, ich morde eigentlich nicht. Warum kam jetzt gerade das Entdecktgeräusch? Ich meine, ich habe ja echt nichts gemacht. Bestimmt wurde eine Leiche gefunden und dann betäubte. Was ist das denn hier jetzt eigentlich noch für ein Gebäude? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Und warum ist dieses Artefakt so arschig nah dran? Hier los. Nee. Nee. Das riskieren wir jetzt nicht mehr. Ich könnte jetzt noch versuchen, da an dieses Knochenartefakt irgendwie zu kommen. Warum auch immer er jetzt nicht auf die Schienen gesprungen ist. Egal. Egal. Okay, gut, dann geht's jetzt ab in den Großpalast. Finally. Keine Ahnung, er hält sich daran irgendwie nicht fest. Normalerweise lässt er sich ja überall dran festhalten, aber an den Schienen nicht. Und er ist auch irgendwie, also er springt auch von hier aus irgendwie nicht ab. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt. So. Gab's nicht noch? Ah, ne. Rein. Mission 8, vorletzte Mission. Wie gesagt, glaube ich. Der Großpalast. Der selbstsüchtige und korrupte Herzog. Ja, das kennen wir ja schon. Okay, ich bin bereit für den Palast. Das ist schick. Wie viel Stuff haben wir hier noch? 2 Runen, das ist gut, weil ich brauche noch 3. Oder 2 und einen Wahlknochen. Ich werde den Part auch gleich beenden, keine Sorge, also wird nicht mehr ewig lang. Ich muss mich nur mal eben noch ein bisschen umschauen. Sure had a lot of different jobs. Guess so. I don't miss brining hagfish. Hands in salt all day, nails bleeding, choking on the factory air. So let's see. What was it? Ja, sorry, ich bin wieder ein bisschen ruhig und konzentriert. Minimal nervös. Weil ich muss jetzt scheinbar über diese riesen. Oh, versteckter Zugang, Delilahs Geist, Großpalast. What the fuck? So viel Zeug. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um den Part zu beenden und zu sagen, dass wir uns hier im nächsten Part wiedersehen. Das ist echt schick hier. Das sieht echt ziemlich geil aus. Also bis zum nächsten Mal und ciao.